Hey, hey! Das ist Devil! Heute ein schwedisches Spezial zum Thema Hafenflut, Fliegenbrut, schöne Hut. Die Woche mit Gabriel Vetter und live bei uns im Folio Michelle Kalt. Und da ist er direkt aus dem Ballerlibad, der Dominik Devil! Hallo, da ist er. Grüezi. Hallo, danke mal. Merci. Danke, grüezi. Und guten Abend daheim in den Fernsehsesseln und auch hier natürlich live im Folium. Guck well, willkommen til Deville, auch jetzt Spezialprogramm um Verdens beste Land, Sverige. Wer sich jetzt besonders freut und denkt, wow, endlich mal eine Spezialsendung über das Thurgau, liegt falsch. Ja? Das ist Schwedisch G, es geht heute um Schweden. Die Heimat von Volvo, Elch und dem Johann, dem besten schwedischen Kameramann, der sich das SRF leisten kann. Da ist er, der Johann! Ja. Johann, kann man sagen, ja, der Grippen unter den Kameramännern, meine Damen und Herren. Schnittig, zuverlässig, so teuer und eigentlich viel zu gut für die Schweiz. Fun Fact, Johann hat ja in allen Pippi Langstrumpf-Filmen mitgespielt. Dazu mal, schaut, könnt ihr ihn? Ja, klar. Der Johann redet übrigens nur Schwedisch, kommuniziert also nur über ABBA-Texte. Hm? Johann, you are my dancing queen. Money, money, money. Noch einer denn. Danke, Johann. Also, warum eine Sendung über Schweden? Fragt ihr euch vielleicht? Tja, das Wahlergebnis in Frankreich steht zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht fest. Deswegen haben wir uns spontan dahinter entschieden, ganz schnell Schweden mal so richtig auseinanderzunehmen. Ja? Einfach um zu schauen, ob die sich eigentlich selber auch so IKEA-mässig wieder zusammenbauen können. Ja? Wollen wir mal probieren. Nein, wir machen eine Sendung über Schweden, weil, sind wir mal ehrlich, uns Schweizerinnen und Schweizer Schweden einfach grausam nervt. Hm? Immer werden wir mit Schweden verglichen oder sogar verwechselt. Und ziehen dabei immer den Kürzer. Egal wo oder mit wem man redet, alle immer so, Schweden ist so geil. He? Sogar die WOZ titelt Schweden die Vorzeigeschweiz. Schweden macht anscheinend alles richtig, gerade in Krisenzeiten. Hm? Denkt an den Kriegsanfang in der Ukraine. Wenn wir hier in der Schweiz auf Bundesebene immer noch gestritten haben, wie man Neutralität richtig buchstabieren könnte, hat Schweden seine Neutralität so einfach de facto aufgegeben wie andere das Nägelkätschen. Hm? Da wird mit Waffenlieferungen die Ukraine unterstützt und über einen NATO-Beitritt vernünftig diskutiert, ohne sich peinlich zu verkrampfen, wie in der Schweiz. Oder erinnert euch doch an den schwedischen Sonderweg während Corona. Kaum Massnahmen, keine Maskenpflicht, kein Lockdown. Gut, alles richtig gemacht. Naja, der schwedische Sonderweg hat dann doch einige Schlaglöcher aufgewiesen. Ja? Über 17'000 Tote hat das Virus dort gefordert. Und trotzdem viele so, Schweden ist so geil. Zum Beispiel der hat es dort super gefunden. Meine lieben Freunde der fröhlichen Urlaubsplanung. Ich melde mich aus Schweden, von Sverige. Genau genommen aus Bohuslän. Ja, ist doch praktisch. Ein schwimmender Marco Rima vor der schwedischen Küste schreckt sogar russische Atom-U-Boote ab. Sicher. Aber eben halt kein Schweizer. Schweden ist klar unser Auswanderungsland Nummer 1 in Skandinavien. Auch in Schweden Familie Bub. Wanderten nach Schweden aus, schufen sich in Snuckebo ihr kleines Paradies und gründeten eine Familie. Jetzt ist gerade meine Fruchtblase geplatzt. Ja. Upsala, kaum in Snöckeburg ist die Fruchtblase geplatzt. So ein Zufall. Kaum in Schweden gerade mal fett Elternzeit abkassieren. Ist ja der Klassiker schlechthin, wenn es um Vorteil von Schweden geht, Elternzeit. Wie lange haben wir jetzt schon wieder in der Schweiz Elternzeit? 14 Wochen für die Mami und für den Papi 2 Stunden oder so etwas. Nein, immer 2 Wochen grosszügig. Hingegen in Schweden. In Schweden darf man bis zu 480 Tage Elternurlaub beziehen, also rund 16 Monate. Davon stehen jedem Elternteil 240 Tage zur Verfügung. Man kann sie frei beziehen in den ersten Lebensjahren des Kindes. Ja, kommt. Sagen schon alle. Schweden ist so geil! Ja, wenn man in Schweden aus dem Elternurlaub zurückkommt, wie das Geschäft, dann tun sie dort so. Oh, du, hey, wie war es im Elternurlaub? Was macht der Kleine? Du, ja, es geht gut, gell? Er ist mittlerweile 26 und hat ein Start-up gegründet, das den Welthunger bekämpft. Ja? Man munkelt wirklich, dass auch schon vorkommt, ist, dass der Elternschaftsurlaub in Schweden so lang ist, dass gewisse Eltern gerade noch Grosseltern geworden sind in dieser Zeit. Und auch beim Thema Gleichberechtigung sind Schweden schon viel, viel weiter als wir. Bereits in den 70er Jahren hat es in schwedischen Führungspositionen eine Frauenquote von mindestens 50% gegeben. Schaut mal die Archivaufnahmen.
It's ABBA in Switzerland. With songs and stars and skis and snow. Don't you miss it. ABBA in Switzerland. Habt ihr gesehen? Drei Frauen und ein Mann. Und ihr werdet es nicht glauben, aber in Schweden sind sogar irgendwie, man hat es können lesen, die Vögel sind irgendwie besser, korrekter. Schaut mal, was schwedische Kreien können. Ja? Man hat schwedische Kreien so konditioniert, dass sie auf der Strasse Zigarettenstümmel aufsammeln und selbstständig in den Kübel hineinschmeissen. Ein bisschen schockiert bin ich natürlich schon, dass im tollen Schweden überhaupt noch irgendjemand raucht. Aber trotzdem. Im Gegensatz, was machen unsere Vögel bei uns in der Schweiz? Was machen die? Richtig, Enkeltrickbetrug. Das machen sie. Kinder in Schweden haben Pippi Langstrumpf und unsere Kinder einen Freiheitstriechler. Hm? Schweden haben Greta Thunberg. Was haben wir? Benny Thurnherr. Gut, man muss sagen, die Schweiz hat immerhin Möwenpick. Aber die Schweden, die haben IKEA. IKEA. Die bekannteste Restaurantkette von Schweden, oder? Oder geht irgendjemand wegen dem Möbel in IKEA? Nicht, oder? Also ganz ehrlich, ich sitze lieber auf einem schwedischen Hotdog als auf einem IKEA-Stuhl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habt ihr gelesen? IKEA hat jetzt sogar neu im Wallis eine Filiale eröffnet. Zum ersten Mal. Toll fürs Wallis, he? Im Wallis, du. Erst gerade noch das Rad erfunden und das Feuer entdeckt und schon in IKEA-Filiale. Dann schaut die IKEA-Erbe Matthias, Jonas und Peter Kamprad, die wohnen übrigens schon sehr lange in der Schweiz. Schau mal, wie jung, modern und weltoffen die IKEA-Brüder wirken. Schau mal! He? Da hingegen die drei Brüder von Möbel Pfister. Aber keine Angst, bevor wir alle jetzt hier in Schwedenfieber verfallen, es gibt schon auch noch Sachen, wo mehr Schweizer drinnen besser sind als die Schweden. Die Durchschnittstemperatur im Juli ist in der Schweiz 1 Grad höher. Ja, immer hier etwas. Aber es nervt schon. Weißt, die Schweden sind so grossartig, die haben sicher auch noch ein viel tolles Polizeisystem als wir Schweizer mit unserer menschenunwürdigen direkten Demokratie. Schweden, könnt ihr mir vorstellen, wird sicher von einem komplett neutralen Algorithmus regiert. Hm? Oder von einer Koalition aus Ethiker, Waisenkind und Delfin. Nein, natürlich nicht, aber immerhin wird es regiert von einer Frau. Ja? So, Bildregie, jetzt hört auf mit dem Zeich. So, richtiges Bild bitte jetzt. So, danke. Ja. Letzten November ist Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten zur ersten weiblichen Ministerpräsidentin gewählt worden. Okay, zugegeben, das ist jetzt nicht ganz so spektakulär wie ein Delfin. Aber sicher schon mal besser als die 7 Murmeltiere, die irgendwo zwischen Olten, Basel und Genf im Gleisbett umeinanderstehen wie bei uns in der Schweiz. Zurück zu der Magdalena Andersson. Gewählt ist sie worden mit 117 Ja zu 174 Nein-Stimmen. Hm? Frage mich, wie so etwas möglich ist. Ich weiß es nicht. Aber die Wahlen verlaufen auch in Schweden einfach so ein bisschen Andersson, könnt ihr mir vorstellen. Hm? Oder Johann, hast du eine Erklärung? The loser takes it all. Danke. Johann. Magdalena, also ihre Schwerpunkte sind soziale Ungleichheit, Klimawandel, Arbeitspolitik und Ethik. Ja, ihr Politprogramm entspricht also etwa unserem Spickmagazin, habt ihr gemerkt. Weil aber ihr Haushaltsplan von der Rechtspopulisten im schwedischen Parlament abgeschmettert worden ist, ist sie noch am gleichen Tag, wo sie gewählt worden ist, gerade wieder zurückgetreten. Ein Tag ist sie dort gesehen. Dann sind doch viele in Schweden bereut, nicht doch der offen schwule und vegan lebende Delfin Ariel Meerström gewählt zu haben. Aber es geht noch weiter. Die Geschichte. Eine Woche später ist Magdalena einfach nur einmal zu der Wahl angetreten. Ja? Und sie ist mit noch weniger Ja-Stimmen wiedergewählt worden. Ich weiss nicht, das ist wahrscheinlich auf die schwedische Zauberformel, könnt ihr mir vorstellen. Kommt dazu, die Schweden haben wirklich, die haben ja noch einen König. Nicht etwa der Michael von Löhneberger, sondern der da. Schau mal. Alter Schwede, du! Hey. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, das ist Karl Gustav XVI. Er ist 75 und bereits 50 Jahre lang König von Schweden. Also direkt nach der englischen Queen das Knäckebrot unter den Monarchen, kann man sagen. König hat auch wirklich tolle Hobbys. Hat er angegeben, seine Hobbys sind Umweltschutz und Sport. Hm? Also wenn er König sagt, dann meint er eigentlich Jagd und geile Kerle. Außerdem ist der König leidenschaftlicher Pfadfinder.
Schaut mal die geilen Abzeichen, die er gemacht hat. Wow! Und der Ordenfetisch hat sich bis ins höhere Alter beibehalten. Finde ich ja toll. Ich meine, wie lächerlich Monarchen sind, dann könnten wir spätestens an den Super-Fantasy-Orden, die sich gegenseitig an die Jacken heften. Karl Gustav XVI. Ist Träger von mehr als 40 Orden und Ehrungen. Und darunter hat so tolle Sachen wie griechisches Grosskreuz des Erlöserordens, schwedische Kette des Schwertordens, der dänische Elefantenorden, ein britischer Hosenbandorden. Ja, und ein Feuerspätz von der Pfadi Malmö. Mm. Gut, der Feuerspätz hat er nicht wirklich geschafft, aber die Prüfung, aber dabei sie ist alles. Sie ist ja Schwede. Bravo, bravo. Fällt eigentlich nur noch der grosse schwedische Gleichberechtigungsorden. Aber mit dem wird es aber eher schwierig für den Gustav, wo man 1980 das Gesetz in Schweden hat ändern, dass auch weibliche Erstgeborene Thronfolge antreten können, hat der Gustilo verlaut, er sich nicht einverstanden, weil der Job als König sei viel zu hart für eine Frau. Viel zu hart. Mm. Gut, 1980 sind wir in der Schweiz gerade mal uns einig geworden, dass es wahrscheinlich nicht zu hart für Frauen ist, einen Stimmzettel auszufüllen. Aber trotzdem, der Job als schwedischer König, müsst ihr wissen, ist natürlich rein repräsentativ. Ja, also kurz gesagt, ein gut trainierter Dackel könnte das auch. Hm? Jetzt weiss ich auch, warum die Queen so viele Hunde hat. Hm? Alles potenzielle Thronfolger, wenn die Enkel alle abhauen. Apropos Dackel, auch der Karl Gustav darf seit 2004 nicht mehr ohne Begleitung, also ohne Leine, auf Staatsbesuch gehen. Weil dort hat er wiederum für Empörung im modernen Schweden gesorgt. Also bei einem Besuch in der Brunei, der dort herrschende Diktator für seine Demokratie und Volksnähe gelobt hat. Alter Schwede! Ja? Also sich lobend mit Diktatoren abgeben, da können wir mit unseren direkt demokratisch gewählten Volksvertretern und Volksvertreterinnen nur den Kopf schütteln. Ab so viel Dummheit. Oder? Er ist natürlich ein strategischer Kopf. Er hat seine Ziele, die er verwirklichen will. Er hat einen der besten Außenminister, finde ich. Wir haben diesen Fall Khashoggi, der die Welt beschäftigt, schon lange abgehandelt. Es ist nicht unsere Aufgabe, andere Länder zu kritisieren. Ja, ganz ehrlich, vielleicht bräuchten wir auch besser ein paar rein repräsentative Dackel in der Regierung. Könnt ihr mir vorstellen? Aber hört, wie die Schweden und Schwedinnen mit ihrem dackeligen König umgehen, ist dann doch wieder sehr cool und hintergründig schlau, muss man zugeben. Sie sprechen dem Gustav Krone ab, indem sie ihm im Internet lustige Hüte auf den Kopf auf ein Foto schöppeln. Das macht man nicht in Schweden. Bei uns in der Schweiz braucht es kein Photoshop. Dort legt der Bundesrat eben so dumme Hüte an. Mega lange. Hingegen schaut mal, wie originell. Die Schweden, so. Ist doch geil. Oder so. Schau mal. Ja, und dem schönen schwedischen Brauch, wenn da wir uns gern anschliessen. Ja, und habt ihr gewusst, Schweden hat auch anscheinend die besseren Kühe als wir. Grösser, stärker, geiles Geweih und nicht so ein langweiliges Muuu. Sondern so tönt's. Ja? So tönt normalerweise nur die Johann, wenn er meine Achsel geschmückt hat. Ja? Zurück zu den Elch. Die geben anscheinend auch einfach bessere Milch als Kühe. Elchmilch gilt als Delikatesse. Aber es gibt ein Problem bei der Elchmilchgewinnung. Ja, das ist wahr. Es ist schwierig, Elche zu melken. Die lassen nur Menschen an ihre Zitze, die sich als Elchkälbli ausgeben. Hm? Ja. Elchmilch, kann man so sagen, wird also unter betrügerischen Bedingungen gewonnen. Und das passt so gar nicht zu Schweden, weil wir wissen ja, Schweden ist so geil. Ja, und wahrscheinlich deswegen hat eine kleine schwedische Firma namens Oatly in den 90er Jahren angefangen, Hafer mit Wasser zu mixen. Und genau das Zeug verkauft Oatly seit ein paar Jahren ziemlich erfolgreich als Milchersatz in der ganzen Welt. Sogar die ganz grossen Superstars sind begeistert. Ja? Oprah Winfrey, Natalie Portman, Jay-Z, das sind alles Oatly-Fans. Naja, fast alle Stars sind Fans. Oh.
der Firma Oatly, ihr Werbespruch, der lautet: Schweden ist so geil. Nein, natürlich nicht ganz, sondern: Wow! Wow! No cow! No, no, no! Wow! Wow! No cow! Wer ist das? Ja. Die Magermilch-Version von Mötley Crüe? Oatly Crüe vielleicht? Nein, das ist der Toni Pettersson, der CEO von Oatly, höchstpersönlich gewesen. Der Toni hat sich am letzten Super Bowl ein 30-sekündiges Werbevideo gegönnt, wo er selber auftreten ist. So ein Werbeslot kostet wohlbemerkt 6 Millionen Dollar. Für das Geld kannst du dir im Augenblick das ganze SRF kaufen. Überleg dir das mal. Wie kommt Oatly an so viel Geld hin? Der schwedische Wasserhafermix hat dank genialem, frechem Marketing aus der Reformhausecke nicht nur weltweit in jeder zweiten Hipster Latte Macchiato geschafft, sondern eben auch an die Börse. Inzwischen hat Oatly 40 verschiedene Produkte auf dem Markt. Darunter geile, fancy Sachen wie Mango-Hafermilch, Vanille-Haferglasse, Gurken-Haferaufstrich und wahrscheinlich noch Baby-Still-Hafermilch, damit schwedische Mütter wieder schneller in ihrem Beruf als gut bezahlte Sozialarbeiterin einsteigen können. Aber natürlich nur 50%, weil in Schweden teilt man ja das Pensum mit dem Kindsvater, der halbtags natürlich noch unentgeltlich als veganer Koch in einer Krippe arbeitet, ist ja klar. Weil, Schweden ist so geil. Aber halt. Oatly ist ja aus Hafer gemacht, also aus Wasser und Hafer. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und nicht erst seit dem No-Cow Toni Pettersson. Und jetzt, wie das Müsli kunstgerecht gemacht wird. Die Reihenfolge genau heisst Haferflocken. Und dann kommt das Wasser. Alles nach ganz strengen Regeln. Ja, die Schweden haben einfach unser heilige Birchenmüsli-Rezept an die Börse gebracht. Einfach ganz ohne ganz strenge Regeln, dafür witzig und poppig. Und, sorry Oatly, aber wo haben die das Li abgeschaut? Das original patentierte Li gehört ja wohl klar in unser Schwitzli, Herr Pettersson. Birchenmüsli, Kochikästli, Donguali, ganz klar Schweiz. Aber klar, muss man sagen, Oatly klingt halt schon geiler als Oatterson oder Oatlö. Was kommt als nächstes? Am schwedischen Nationalviertag der Oatly-Schwur. Und auch die frechen Werbespots, die Oatly auf YouTube und so weiter aufschaltet, haben sie einfach bei uns Schweizer und Schweizerinnen geklaut. Schaut mal. Is that? Kommt euch das nicht bekannt vor? Ein Sitcom mit Blondie am Kochentisch und ein Typ mit einem bedruckten T-Shirt kommt rein. Schaut mal. Is that? Ja, das ist doch einfach frech, oder? Fastenfamilie wird bei Oatly einfach zu Fastenmilch. Wirklich. Bezeichnet wird der Weltverbesserungstrunk unterdessen aber eben auch als die böse Milch. Warum nicht das plötzlich? Ja? Weil sich der singende Toni mit der Blackstone Group angefreundet hat. Und die haben aus dem schwedischen sympathischen Unternehmen mal schnell ein 10 Milliarden Dollar schweren Konzern gemacht. Und der Toni Pettersson, also quasi zum Mark Zuckerberg von der Haferflock-Industrie. Zum Toni Haferberg, sozusagen. Was ist das Problem dabei? Blackstone Group investiert eben auch in Unternehmen, die massiv für die Regenwaldabholzung in Brasilien verantwortlich sind. Der Blackstone-CEO Steffen Schwarzmann selber unterstützt nicht nur einen Milchersatz in stylischen Tetrapack, sondern auch Politikerersatz mit langen roten Krawatten, den Donald Trump persönlich. Das ist also ungefähr so, als würde unsere Milchindustrie mit der RUAG zusammenarbeiten. Obwohl unsere Milchindustrie schafft ja schon auch mit äußerst fragwürdigen Leuten zusammen, wie zum Beispiel Charles Nguela. Aber wir stellen befriedigt fest, Schweden ist gar nicht so geil und innovativ, wie sie immer tun. Das Land ist ja fast, kann man sagen, das einzige Plagiatsvergehen, so wie die uns alles nachmachen. Da müsste man doch juristisch dagegen vorgehen können. Fragt man doch jemanden, der daraus kommt, TV-Anwältin Michelle Kalt. Michel, wir haben klar festgestellt, Schweden macht der Schweiz einfach alles noch. Wie sieht das juristisch aus? Ist Schweden vielleicht so etwas wie ein Plagiat von der Schweiz? Das ist eine Frage vom Urheberrecht.
Das Urheberrecht verbietet das Abkupfern von sogenannten geistigen Schöpfungen. Geistige Schöpfungen sind so ähnlich, wie wenn der liebe Gott im Himmel einmal besoffen neue Planeten schafft. Sie sind das, was entsteht, wenn ein Mensch seinen Geist, seinen Kopf benutzt. Das Tagebuch von der Anne Frank, Sigmund Freud seine Traumdeutungen, der Annie Leibovitz ihre Fotografien, Giacometti seine magersüchtigen Skulpturen. Und ja, sogar Rolf Knie seine visuellen Fieberträume. Also wirklich Rolf Knie auch, wenn wir das nicht nochmal nachschauen? Nein, das klingt schon ein bisschen intellektuell. Kann also ein ganzes Land mit seiner Geschichte, Topografie oder seinem Brauchtum dann auch so eine geistige Schöpfung sein? Nein, kein Mensch ist angesessen, hat sich einen Joint gerollt und sich nachher das Konzept Schweiz ausgedacht. Die Schweiz ist von selber entstanden, weil unsere Kantone sich nach und nach zusammengeschlossen haben. Urschweiz und Unterwalden war ja eigentlich nichts anderes gewesen als eine Selbsthilfegruppe für Kuhdörfer, die keinen Bock auf Habsburger hatten. Wobei, ob die drei Typen beim Rütlischwur nicht doch zu viel Zauberpilzli gefressen hatten, ist nicht klar überliefert. Jetzt mal Urheberrecht hier und her. Man kann doch schon sagen, dass Schweden einiges von der Schweiz abgeschaut und kopiert hat, oder? Ja, Quatsch. Schweden ist doch ganz anders. Die Schweden haben Stockholm. Wir haben höchstens einen Stock im Arsch. Schweden geht die Sonne nie ganz unter. Bei uns geht sie nur selten auf. Die Schweden exportieren legale Kampfmittel wie den Gripen oder die Schwedentorte. Und wir exportieren halblegale Giftstoffe wie Pestizide oder Appenzeller. Und der König von Schweden ist im Gegensatz zu unserem König mega schlecht im Tennis. Okay, ich habe es begriffen. Schweden ist keine Kopie von der Schweiz, aber wenigstens die Flagge, die haben es doch von uns geklaut, oder? Ist ja beides mit Kreuzen und so. So ähnlich ist die gar nicht. Die Schweden haben die Hintergrundfarbe blau, weil ihre Staatsfeind ist der Alkohol. Wir haben rot, weil unser Feind ist der Cedric Wermut. Flaggen ist übrigens auch der Grund, wieso Schweden eine viel bessere Klimapolitik macht. Gelb und Blau zusammen ergibt Grün. Ach Mist, auch mit der Umwelt sind sie einfach besser. Aber wegen irgendetwas müssen wir Schweizer und Schweizer nicht doch die Schweden können verklagen. Wir Schweizer verklagen doch nicht. Wir schreiben einen passiv-aggressiven Zettel und hängen auch die Eingangstür. Und dann gehen wir Frust shoppen. Im H&M. Danke, Michel Kalt, für die neutrale Einordnung. Da kommt gerade ein schöner Fax rein. Alter Schwede! Ja, gut. Ein offizieller Aufruf vom Schwedischen Wissenschaftsrat ist das an alle schwedischen Universitäten, aber leider auf Schwedisch geschrieben. Zum Glück haben wir ja mit dem Johann einen echten Schweden im Team. Johann, kannst du vorlesen? Vetenskapsrådet erbjuder nu ett bidrag till svenska lärosäten för omkostnader vid anställning av forskning som erhållit ERC Starting Grant och som har planerat att förelägga forskning i Schweiz. Das klingt ja schon fast so hinterhältig und gemeingefährlich wie ein Wikingerangriff auf ein Dorf von unbescholtenen Eidgenossen. Was heisst das übersetzt? Der schwedische Forschungsrat bietet schwedischen Universitäten einen Zuschuss zu den Kosten für die Beschäftigung von Forschern, die einen ERC Starting Grant erhalten haben und ihre Forschung in der Schweiz durchführen wollen. Jetzt also zeigt Schweden, dass es nicht das einzige IKEA-Wohlfühlbällebad ist, sondern, ja, ich kann es nicht anders sagen, ein rücksichtsloser Schurkenstaat. Schweden wirbt aktiv. Unsere Forscher leiten ab. Haben Sie es gewusst? Der schwedische Wissenschaftsrat zahlt 100'000 Franken Kopfgeld für jeden schlauen Kopf aus der Schweiz, der auf Schweden überzügelt, macht regelrecht Jagd auf unsere Denkeliten. 100'000 Franken, ich meine, das sind umgerechnet. $1 million. Naja, nicht ganz, aber 1 Million schwedische Kronen. Oder 29'316 Billigregal. Denken mal darüber nach. Alter Schwede! Ja. Außerdem findet sich auf der Homepage vom Schwedischen Wissenschaftsrat ein Link zu den Namen von 28 Forschenden aus der Schweiz, auf die er es besonders abgesehen hat. Ja, eine richtige, regelrechte Fahndungsliste haben die aufgeladen. Wo bleibt da der Schutzstatus S, also der Schutz vor Schweden für unsere WissenschaftlerInnen? Ja? Wie sieht der Schwedische Wissenschaftsrat eigentlich aus? Genau so habe ich mir hier vorgestellt. Ja. Gesucht werden vom Schwedischen Wissenschaftsrat Dead or Alive quasi, unter anderem die fabelhaften drei der Schweizer Forschung. Schauen wir uns die drei mal ein bisschen genauer an.
Da wäre Katharina Gapp von der ETH Zürich. Sie untersucht Vererbbarkeit von Stressrezeptorsignaturen in der Keimbahn Vater-Sohn-Gespräche. Übersetzt, was passiert im Hirn vom Sohn, wenn der Papi mit Bananen und Kondom zur Aufklärung schreitet? Außerdem wird vom schwedischen Wirtschaftsrat gejagt, ebenfalls ETH Zürich, Paolo Sossi. Schaut, auf welchem Gebiet könnte Paolo Sossi forschen? Ja? Hanfkonsum und seine Wirkung auf Psyche und Haarwuchs? Nein, er forscht auf dem Gebiet Production of Secondary Atmospheres. Also wie aus Staub ganze Planeten können entstehen, wo dann in die Galaxie oben sich verdichtet, um ja, also geht wahrscheinlich ums Kiffen, ja, so. Ganz oben auf der schwarzen schwedischen Abwerbliste, ja, Professorin Dr. Anissa Kempf von der Universität Basel, ihres Forschungsgebiet. Und was wir probieren zu verstehen, ist eigentlich, was die Fliegen Mühe macht, damit sie dann so oben wie wir Menschen auch müssen schlafen gehen. Kein Wunder, dass die schwedische Wissenschaft auf diese Frau abgesehen. Wer weiß, wie man Flüge zum Einschlafen bringt, schafft das auch bei den lästigen Mucken in Schweden, könnt ihr mir vorstellen. Ich meine, was haben denn die Schweden wissenschaftlich so auch noch bekommen in den letzten Jahren? Kreien, die Zigarettenstummel einsammeln, bitte schön. Puh, Professorin Dr. Kempf bringt Flüge zum Einschlafen. Nein, tatsächlich erforscht sie und ihre Gruppe die zelluläre und molekulare Grundlagen des menschlichen Schlafs. Und dazu forscht man dann aber auch den Kern von Fruchtfliegen. Warum Fruchtfliegen? Fruchtfliegen sind einfach billiger als Studenten. Aber zuverlässiger. Und ernähren sich ebenfalls die Studenten vom Müll. Gut, Gerüchte zufolge freut sie sich schon auf Benissimo Ausstrahlung im nächsten Herbst. Weißt du, wie denn alle schlafen und sich forschen, du Herr? Aber jetzt mal Klartext, warum machen denn die Schweden Jagd auf unsere Forschenden? Wenn sie an unsere Konstruktionspläne vom Sparschälen kommen? Oder als Keimrezept von Rivella Gelb? Oder weil wir ihren besten Kameramann Johann ausgespannt haben, vielleicht? Nein, der Grund ist Horizon Europe. Horizon Europe, das Förderprogramm der EU, stellt europaweit Gelder für Forschungsprojekte bereit, ermöglicht Vernetzung und grenzübergreifende Zusammenarbeit. Seit die Schweiz nur noch als Drittstaat gilt, ist ihr Zugang eingeschränkt. Beispielsweise dürfen Forschende an Schweizer Hochschulen keine EU-Projekte mehr leiten und sich auch nicht für Förderpreise in der EU bewerben. Was? Habt ihr das gehört? Die Schweiz gilt nicht mehr als First Class, nicht einmal mehr als Switzerland Second, sondern als läppischer Drittstaat. Alter Schwede! Ja. Wobei, das hat man ausnahmsweise nichts mit dem schwedischen Karl Gustav zu tun, sondern mit unserem Karl Gassis. Oder besser mit dem gescheiterten Rahmenabkommen mit der EU. Ah, Gassis und das Rahmenabkommen. Erinnert euch doch. Dieses Paket, Sie dürfen es lesen, damit Sie es richtig verstehen, ist Moment. Das Wesentliche in Kurze ist das der Titel. Sie haben zum ersten Mal einfach etwas einfach erklärt. Ja, wegen der abgefreiten Verhandlungen mit der EU sind Forschungsgelder, die vom Programm Horizon Europe an unsere WissenschaftlerInnen gesprochen worden sind, jetzt ersatzlos gestrichen worden. Strichen! Es geht um knapp 1,5 Millionen. Und weil die Schweiz jetzt nicht mehr an diesem Programm assoziiert ist, musste ich tatsächlich das Projekt beenden. Ja, beendet. Jedenfalls muss sie das, solange sie nicht in ein EU-Land zügeln. Auf Schweden zum Beispiel. Ja, da reiben sich Tausende von Fruchtflügen der Schlaflabore ihre vielen Äugchen. He? Da geht dem Paolo Sossi den Joint aus der Hand. Das kann ich auch sagen. Was heisst das für den Forschungsstandort Schweiz? Dazu Detlef Günther, Vizepräsident Forschung ETH Zürich. Und wenn unsere jungen Forscherinnen und Forscher das nicht mehr können, dann werden sie vielleicht andere Wege suchen, Angebote von anderen Universitäten annehmen. Und das wäre ein Riesennachteil für die Schweiz als Wissenschaftsstandort. Ja, habt ihr Kreien gehört im Hintergrund? Ihr kommt aus Schweden und sammelt unsere Forscher ein, könnt ihr mir vorstellen. Was also können wir machen, um den drohenden Brain Drain, ja, um dem entgegenzuwirken? Was meint denn dazu jemand, der sich mit Händen und Füßen dazu mal gegen den Rahmenvertrag ausgesprochen hat? Zum Beispiel jemand von der SVP? Die Problematik ist, dass es zwei Seiten braucht, um das Abkommen zu unterzeichnen. Die Europäische Union will das im Moment nicht unterzeichnen. Darum muss die Schweiz jetzt einfach außerhalb der EU noch mögliche Koalitionspartner suchen. Ja,
Viel Spass, außerhalb der EU. Ja, mal einfach über den Fondi Gaglo ausschauen. Auf Amerika zum Beispiel. Amerika, dort hat es ja den Göll auch schon probiert, auf Englisch. A swan is white as snow. What the? Get over here! That's what I'm talking about. Hätte das damals nicht unter dem Namen Burn gemacht? Oder? Das hätte doch Burn geheißen. Vielleicht könnte man den Göllen auf Schweden schicken als Ersatz für unsere Forschenden. Das wäre doch eine Win-Win-Situation. Dann könnte doch dann ein schwedisches Album unter dem Namen Björn aufnehmen. Das wäre so. Ein Swansgebiet wie Snö. Ja, das ist eine scheisse Idee. Ja, würde wahrscheinlich auch die Schweden finden. Deswegen hat der Bundesrat jetzt reagiert. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass eine Assoziierung der Schweiz an den EU-Forschungsprogrammen, so wie wir sie seit langem kennen und anwenden, in beidseitigem Interesse ist, in unserem und ebenso in jenem der EU. Wow, habe ich gar nicht gewusst. Der Barmelaer redet flüssend Schwedisch. Habt ihr gehört? 6 Milliarden Franken wird der Bundesrat jetzt als Übergangsmaßnahme locker machen. Das ist natürlich sehr kurzfristig gedacht. Und überhaupt geht es ja nicht nur ums Geld, wie unsere Herrin der Fliegen, Professorin Dr. Kempf, genau weiss. Also so eine Starting Grant ist mit viel Renommee und Prestige verbunden. Es geht nicht nur ums Geld, es geht auch darum, dass man sich wirklich mit der Idee eigentlich hat können durchschlagen. Das also bringt das wie einen Qualitätsstempel mit sich. Das heisst, man kriegt auch bessere Bewerbungen. Ja, Prestigeverlust, Wissenschaftsverlust, ausgeschlossen vom internationalen Wettbewerb. Und alles wegen diesen Keiben Schweden. Okay, und ein bisschen wegen dem Bundesrat, müssen wir schon zugeben. Aber was machen wir jetzt dagegen? Komm, fragen wir den Gabriel Vetter. Ja, hej och välkomna till Troubleshooting, problemlösningsformaten av SRF Döville. Problemet idag, Sverige! Schweden, oder wie man es auch nennt, ein Norwegen von Skandinavien. Schweden ist momentan die grösste Bedrohung für die Schweiz. Warum? Erstens, Schweden sind einfach die viel besseren Schweizer. Sie sind pazifistischer als wir, verkaufen mehr Waffen ins Ausland als wir, sie sind geschäftstüchtiger, moralischer, sozialer und egoistischer als wir. Kurz, sie sind noch viel neutraler als wir. Kein Wunder werden Schweden und Schweizer ständig verwechselt. Wenn die Schweden darum plötzlich einfahren in die Schweiz, würde das international gerne niemand merken, weil eh alle meinen, das sei genau das Gleiche. Frei nach dem Motto, ob Schweden oder Switzerland, Hauptsache Italien. Egal. Die Schweden laufen an der Schweiz also nicht nur reputationstechnisch den Rang ab, sondern auch diplomatisch. Auf der ganzen Welt werden immer mehr Friedensverhandlungen nicht mehr von der Schweiz, sondern von Schweden angeführt. Schweden hat als Teil der EU vor ein paar Jahren sogar den Friedensnobelpreis bekommen. Gratis, du selber Schweizdöbel. Die Schweiz hat noch nie den Friedensnobelpreis bekommen. Warum eigentlich nicht? Wir haben noch nie Krieg gehabt, noch nie. Aber alle anderen kommen den hohen Preis einfach über. Sogar Palästina, USA, Kolumbien haben den Friedensnobelpreis bekommen. Kolumbien! Nur wenn sie einmal kurz Kalempe haben, kommen die Kolumbianer den hohen Preis über. Sorry, das ist wie wenn irgendwie Jacqueline Badran eine Medaille von der Lungenliga rüberkommt. Nur wenn sie einmal 5 Minuten lang keine Ziege in der Schnurre hat. Bottom line, die Schweden klauen an der Schweiz also den Frieden. Jetzt, was machen wir? Genau. Krieg! So! Nur, wie können wir als neutrale Schweizer an den Schweden den Krieg erklären, ohne dass wir als Aggressor dastehen? Ich habe 3 Lösungsvorschläge. Erstens, passiv-aggressiver Krieg. So, wir greifen die Schweden einfach auf die Art an, wie ein altes Ehepaar, das sich seit Jahren nur noch auf den Sack geht, Konflikt austreibt, nämlich unterschwellig und passiv-aggressiv. So, jedes Mal, wenn die Schweiz offiziell mit irgendwelchen Schweden zu tun hat, verdrehen wir so ein bisschen die Augen und schnaufen so ein bisschen hörbar genervt aus und machen dann so ein bisschen ungeduldige Seufzgeräusche. Und wenn die Schweden dann so nachfragen, ob alles okay sei, sagen wir, ja, ja, klar, alles okay, alles easy, ist alles kein Problem. Und dann machen wir so lange, bis sie ausrasten. Zweite Lösung. Ästhetische Landesverteidigung. Das grösste Problem ist ja, dass die Schweden viel besser angekleidet sind als wir. Während wir in der Schweiz mit dem Fasserpelzjäckli und der Rüebli-Jeans unsere Frühlingsgarderobe in den Mikro posten, stolzieren sie in Schweden oben in skandinavisch schickem Zwirn umeinander und sehen einfach alle Huren hot aus. Lösung?
Wir fliegen einfach Mr. Sparrow als Karsum vom Dachdarmten Regenhelikopter auf Stockholm und werfen dort über den Hipsterquartier als präventiven Erstschlag einfach mal 2 Tonnen Funktionsjacke aus der Landi ab. Und zwar genau die Funktionsjacke von der Eigenmarke mit so alternierenden Farben, wo man als Bärlich anlegen kann, dass man in der Schlange vor dem Toi-Toi auf dem Campingplatz in Losone und auch wirklich merkt, dass man zusammengehört. Weißt du, so blau mit pinken Details für den Mann, pink mit blauen Details für die Frau. Und wenn das immer noch nicht langt, zünden wir die modische Atombombe. Und dann schmeißen wir so 400'000 Paar Gesundheitsschuhe von Scarpa und wasserfeste Wandersandalen von einem Solothurner Geografielehrer ab. Fertig, Schweden. So, in dem Sinn, schön, dass ihr dürfen heben. Hey, da, haben wir ein Audio, ein Quiz-Döbel. Tschüss. Gabriel Vetter, unser Troubleshooter. Nein. Hört, Krieg erklären tun wir den Schweden natürlich nicht wirklich. Man vernichtet sie dann lieber wieder mal im Görling. Aber die Ruhe, das geht gut. Die Ruhe können wir gut. Musik bitte! Nein, nicht hier. Nein, kein nicht. Bitte etwas heraus. So. Ein schwedischer Wissenschaftsrat, ihr könnt unsere Neutralität haben, unsere Kuhmilch, meinetwegen nehmen wir den Göllen. Ja? Aber Finger weg von unseren Forscherinnen und Forschern. Denkt daran, wir haben den Geisler. Der Papi von der Pippi Langstrumpf. Mama mia. Das war es auch schon wieder für die Woche. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder mit der regulären Sendung genau hier auf dem Sendeplatz. Bleibt gesund, bleibt positiv und liebe Forscherinnen und Wissenschaftler, bleibt in der Schweiz. Danke und gute Nacht.